Also wir stellen eigentlich eine Datenbank zur Verfügung, sowohl für Händler als auch für Sammler, Schützen, Jäger, wo man sehr aktuelle Werte von sehr alten bis hin ganz brandneuen aktuellen Waffen informieren kann. Ist natürlich sehr, sehr wichtig für den Handel sowieso, aber auch für den Sammler, Schützen, Jäger. Denn beispielsweise im Erbenfall, Erben sind sehr oft überfordert und werden auch oft über den Tisch gezogen, muss man beides schon nennen, weil sie eben der Besitzer den Nachfahren nicht gesagt hat, was ungefähr das wert ist. Also wir checken regelmäßig 99 Quellen, wobei der Löwenanteil aus weniger als 10 Quellen kommt. Das sind natürlich Auktionshäuser wie Hermann Historica oder auch IGAN als Online-Plattform. Und jedes Ergebnis wird wirklich handgeprüft. Heißt also, wir lesen nicht Werte automatisch ein, sondern es müssen erstklassige Fotos da sein, damit man den Wert beurteilen kann. Dann wird der Zustand bewertet und dann kommen diese Daten in den sogenannten Marktspiegel und können dort vom User aktuell geprüft werden oder verwendet werden. Ja, hallo, grüß Sie. Ich bin der zweite Macher der World of Guns. Ja, mein Name ist Harald Derbsch. Ich kümmere mich vorwiegend um die Weiterentwicklung der Plattform, die Strategie und die Finanzen. Auch sehr wichtig und wir haben ein tolles Produkt. Grüß Sie, mein Name ist Andreas Pächter. Ich bin der dritte im Bunde hier bei World of Guns. Kümmere mich um die Plattform, um die Weiterentwicklung der Technik, die Aktualisierung dort. Und also schauen Sie einfach mal rein bei uns auf die Plattform. Sie werden begeistert sein.